Hallo zusammen, grüße euch. Ich bin hier am Ende der Schwarzenbach-Talsperre. Da waren wir schon mal, da stand ich hier, da hatte ich bemerkt, dass ich mein Nummernschild verloren hatte. Jetzt will ich eigentlich Richtung Bühlertal fahren. Das Wetter ist nicht so besonders, aber es scheint sich zu halten. Jetzt habe ich gerade was entdeckt. Das sieht doch interessant aus hier.
am Rande der Weinberge. Und da oben ist die Burg Winzegg. Und da möchte ich jetzt hoch. Jetzt weiß ich nicht, geht es jetzt hier lang oder geht es da lang? Ich glaube, ich fahre mal hier den regulären Weg. Überall Esskastanien, das hat mir ja einer in die Kommentare geschrieben. Danke auch für den Tipp. Da alles voller Kastanien hier. Ganz gut. Dann laufen wir mal zur Burg hoch. Da geht's noch höher. Ich glaube, hier rum sieht's aussichtsreicher aus. Auf wie geht's? Tja, ist halt eine Ruine. Das Wetter hält sich noch, vorhin hat es angefangen zu tröpfeln. Aha, die treten auf eigene Gefahr. Ich weiß nicht, ob ich da hochgehe. Also auf den Turm werde ich jetzt nicht steigen, weil ich meine, die Aussicht wird von da oben jetzt auch nicht besser sein als hier. Ist ja schon gigantisch von hier aus. Da muss ich mich ja jetzt nicht da die Treppen hochplagen, wenn es da eigentlich auch keine bessere Aussicht gibt. Ja, werde ich mal wie immer schöne Pause hier machen.
Ah, ist das schön hier mit den Weinbergen. Das ist mal eine schöne offene Gegend hier. Ja, und danach fahre ich wieder zurück. Ganz kurzer Trip jetzt hier für mich jetzt eigentlich. Ich weiß gar nicht. Auf Maps hat er mir angezeigt, dass ich so eine Stunde 15 Minuten hierher brauche. Aber ich mache ja immer wieder Halt. Ich habe jetzt bestimmt 2 Stunden gebraucht. Aber sehr schön hier. Super, danke nochmal für den Tipp. Und die nächsten Male werde ich wahrscheinlich auch mal hier so den Rand abfahren. Das ist ja alles hier so lieblich. So auch mit Laubwäldern. Nicht so dunkel und schwarz wie der Schwarzwald. Ja, dann sage ich schon mal tschüss, bleibt's oben und bis die Tage. Macht's gut. So, da sieht man es nochmal von unten. Jetzt fahre ich über Bühl zurück. Auch 2,5 Matsch. Bühl. Hallo! Ja, sind sehr schockiert. Ja, was ist das denn? Statue stellt Merkur den Boden der römischen Götter dar. Er wird mit dem Wind zu den verschiedenen Göttern geweht. So ist das. Ja, schön. Was ist hier alles so? Ich habe jetzt auch noch hier so ein paar Esskastanien aufgesammelt. Die muss man wohl rösten. Den mal zu Hause probieren. Ja, zum badischen hingeneigten Schwarzwald wird es ja eigentlich alles viel wärmer. Man hat ja gesehen, es gibt ja sogar auch Weinberge hier. Ist alles viel lieblicher. Ja. Ganz interessant hier. Ja, noch mal eine kurze Ansage zu meinem Moped. Also wenn es kalt ist, läuft die irgendwie viel besser. Da wäre so eine kleine Ölkühlung oder eine kleine Wasserkühlung nicht schlecht für den Sommer.